Kunst bin ich aufgewachsen. Mit Kunst habe ich zu tun im Prinzip, seitdem ich auf der Welt bin. Ich habe mein erstes Kunstwerk gekauft, da war ich 14 Jahre alt. Das hat 560 Mark gekostet und ich habe es leider gleich wieder weiterverkauft, weil ich 60 Mark Gewinn gemacht habe. Wenn ich bei Sammlern sitze und wir über ein Kunstwerk sprechen und ich das erste Mal in der Hand halte und es ist was ganz Besonderes, was man so in dieser Form vielleicht gar nicht oft sieht. Da fühlt man sich so ein bisschen wie ein kleines Kind, das etwas entdeckt hat, was es vorher nicht vermutet hat. Wenn ich das meinen Sammlern präsentiere, dann sehe ich das Leuchten in den Augen. Kunst verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben uns spezialisiert auf Kunst aus Deutschland und sprechen damit Sammler auf der ganzen Welt an. Was uns als Familienunternehmen auszeichnet, ist die Nähe zu den Kunden. Und wir möchten es unseren Kunden so einfach wie möglich machen. Aus diesem Grund haben wir Dependancen in verschiedenen Städten, auch gerade in Deutschland, um mit der Kunst direkt zu unseren Kunden zu gehen. Ich bin schon ein sehr heimatverbundener Mensch. Die Natur zu erleben gibt mir immer wieder viel Kraft. Die Begeisterung für die Kunst ist was ganz Elementares. Wir als Mittler zwischen Verkäufer und Käufer versuchen wir natürlich immer, die Geschichte dahinter herauszufinden. Denn auch die Geschichte ist genau das, was heute die Käufer interessiert. Alle Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, leben für die Kunst und lieben die Kunst und sind hochqualifiziert. Wenn ich vor einer Auktion zum Auktionspult gehe, ist man natürlich angespannt, ganz klar. Es gehen einem sehr, sehr viele Dinge durch den Kopf. Kommt zur schönen Arbeit von Fangor. Und in diesen 2-3 Stunden muss alles perfekt funktionieren. Denn am Schluss steht nur eins. Das Objekt soll einen Höchstpreis erzielen. Und das kann es nur, wenn alle, aber auch wirklich alle Dinge dafür gemacht worden sind. Und 320 Aufwände. Zum Ersten. Zum